Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen zu ExoSock The Sims 4. Und ich hoffe natürlich auf der einen und vor allem auf der anderen Art und Weise familienadäquat. Ja, wir sind ja gerade dabei, das Häuschen für Mädels im Glück zu bauen. Und wir sind natürlich knallhart bei den Deko-Elementen angekommen. Und Thema Deko ist immer die Hölle, Leute. Weil durch die ganze Deko wird das ganze Haus erstmal irgendwo lebendig. Ist einfach mal so ein Fact. Und ja, weil es so ist, das ist halt so, weil so ist halt so ist. Das Bild gefällt mir. Keine Ahnung, was es eigentlich darstellt, aber es gefällt mir. Ich hab gedacht, es wäre was Geiles für die Küche, aber es ist ein bisschen sehr groß. Machen wir es ein paar kleiner. Ganz einfach. So. Einfach mal so. Oh, sieht nice aus. Kann man machen. Ja, auf jeden Fall. Ja. So, was haben wir hier noch Schönes? Gucken wir mal weiter durch. Nix. Auch nix. Ein Brotkasten. Ja. Hashtag C64. Blitzi blank. So, Blitzi blank sitzt auch da. Ja, nehmen wir Waschbecken. Eine kleine üppige Gemüseschale. Lecker. Hier ist dann auch noch ein bisschen Kochmaterial. Ich mach's aber ein bisschen heller. Da kann ich es wieder nicht drauf platzieren. Warum? So. Kisten. Genau, die sind ein bisschen groß, die Kisten. Ist aber nicht verkehrt, weil dadurch mal ein bisschen Platz hier genommen wird. So, die gerne mal, hoppala. Die gerne mal nach oben da drauf. Passt direkterweise. Meine Riesenkiste. Ja, den typischen Krimskramsladen. Wagen, nicht Laden. Ja. Ja. Eine Karte aus Dragon Valley einfach mal so hin. Ein Zelt. Was manche Leute im Keller haben. Weihnachtsbaum. Ja, der steht dann halt, wenn nicht Weihnachten ist, unten im Keller, wa? Kann man machen, ne? Da steht er dann hier unten und dann wird dann immer hochgeschleppt. Irgendwie so, ne. Naja. Keine Ahnung warum. Manche Leute haben's. Könnte eng werden da an der Stelle. Oh, die Obstschale sieht aber auch frohlockend aus, Leute. Gibt's so geile Sachen. Oh, Obst ist geil. Obst geht generell. Also schöne Geschichte so mit Obst. Obst geht in.
So, da sind die Heizungsrohre. Keine Ahnung, was das sein soll. So, kommt darauf. Das Ding steht hier einfach irgendwo so rum. Ist halt ein Keller, da steht eine ganze Menge rum. Also nicht verwundert sein. Oh. Ich hab gedacht, das wäre so ein kleines Bild-Dingsbums-Blaschwall. Hast nicht gesehen, aber das ist so ein Riesenteil, ne? Ist ja Wahnsinn. Wahnsinnsfette Beute. Was sind ditte? Laufsteglampe. Hammer-Dego-Zeug, oder? Und wir sind noch nicht fertig, wie es aussieht. Ja, wir können noch so ein bisschen hier so durch. Oh, boah, wir sind schon so weit durch, wie es geht, ne? Ja, die Kränze hängen dann auch unten. Oh. Ist alles so weit hier. Hier wäre nochmal Heizungsrohre. Oh. Jetzt werden wir nochmal ein Oberflächen machen. Komm vor. Dekor Teppich. So, ein bisschen Wasserfleck auf dem Boden. Und dann natürlich bleiben wir auch hier nochmal der Firma Sisal treu. Bäm. Dann haben wir schon so einen Keller hier dekoriert. Ne? Da haben wir auch schon ein bisschen Deko reingezaubert. Ja, kannst du nicht meckern. Ne? Das ist schon toll. Und jetzt widmen wir uns den Garten, wie versprochener Art und Weise. Ne? Garten, Garten, Garten. Das heißt, wir gehen auf Zäune. Müssen wir mal gucken, was wir hier Schönes bekommen. Hier ist so eine Hecke. Wie groß ist denn die Hecke? Die Hecke, ja, die ist okay. Die kannst du direkterweise nehmen. Machen wir jetzt zurück. Ja, und dann haben die hier eine Hecke drin. Ne? Hallo? So, Hecke bis hierhin, Hecke bis dorthin. Hecke bis dort hinten. Dann machen wir Hecke so. Und Hecke bis so. Danke. So, jetzt brauchen wir mal eine Tür. Was hätten wir für eine Tür, die wir hier so mal reinsetzen könnten? Die sieht doch fast verträumt aus. Passt aber nicht ganz. Das ist schon geil aus. Leute. Was haben wir sonst noch für eine Tür? Ja, einfach mal so. Kannst du doch machen, ne?
Ist doch in Ordnung, oder? Was willst du denn mehr? So, einen typischen Baum. Eine Ulme. Ja, so eine Ulme ist eine schöne Geschichte. Dann braucht man natürlich für Garten. Das da. Wollen wir erstmal die Sitzmöbel leiten. Ja, dann machen wir das. Das haben wir schon lange nicht gehabt, Leute. So, einfach mal so. Natürlich ein Grill, Leute. Die haben auch einen Grill, die Ladies. Die wissen, was Spaß macht. Einfach mal einen Grill hingemacht. Was ist denn bitte da? Vulkanische Barbecue-Feuerstelle. Oh, wäre schon wohl lustig, aber nee. Was haben wir denn da? Boah, mittlerweile ist da so viel Zeug. Nee. Pflanzzeug. Stimmt, die Ladies pflanzen ein bisschen was an. Garten, Pflanzenkübel. Jo, ne? Dann gehen wir nochmal auf Grünzeug oder nee, auf Oberflächen, weil wir brauchen ja noch Tische hier draußen, oder? Oberflächen, jetzt hab ich ja verlaufen. Hier, Deko, Oberflächen. Da haben wir sie. Oh, was Holziges, was Einfaches. Megatisch. Sind die kleineren hier, ne? Lumberjacks Beistelltisch. Hier sowas Helleres. Auf jeden Fall. Müsste so sein. Okay. So, jetzt grünes Zeug. Jetzt kommt wieder meine Grasmacke. Ihr kennt's. So viel dazu. Mittlerweile haben wir mehrere Grasebenen. Es sieht aber auch geil aus, so einfach. Ja? Läuft. Ja, Katzendings darf mittlerweile ohne fehlen, weil. Ist schließlich ein YouTube-Kanal hier. YouTube ohne Katzen, Leute. Könnt ihr sagen, was ihr wollt, aber nee, funktioniert nicht. Da lässt sich das unter schlecht Rasen mähen, habe ich gehört. Also unter so ein Ding ins Kirschen. Da kommt natürlich auch wieder Gras da unter. Yes. Muss irgendwo schon ein bisschen Realismus haben. 2-3 Gramm. Nicht viel, aber ein bisschen. Did
La, 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 la. Bei manchen Objekten frage ich mich immer noch heute, warum? Mir die besser. Ah, die machen wir ein bisschen einheitlich. Ist das jetzt niedriger? Höher? Okay. Ah, die Frage, wie niedrig machen wir sie? Das ist ja mal interessant. Das ist wieder Sims 4. Ihr seht die Hog-Ons so. Warum? Wenn ihr die Lösung habt, warum das so ist, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Obwohl so ganz unten ist auch nicht verkehrt. Da will er aber da nicht machen. Ach, ich weiß warum. Das hat wieder mit dem Keller zu tun, Leute. Nee, warte mal, dann machen wir mal die Keller komplett weg. Das ist wieder so ein Kellerproblem. Das ist wieder so ein Kellerproblem. Da müssen wir anders machen. Oh Mann, ey. Hier, Deko. Pflanzen. Das ist wieder so ein Kellerproblem, Leute. Nee. Dann macht das da. Dann macht das da. Seht ihr das? Das ist wieder so ein Kellerproblem. Wenn ich mich jetzt runtergehe, seht ihr, dass wir den Keller da haben. Das ist wieder so eine Kellergeschichte. Mann, 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 wie ich das liebe. So. Jo, kann man machen, wa? Did it work? Really? So. Hier hätte ich gerne auch noch irgendwie Oberflächen. Mal die gleichen. Da können wir nämlich dann nochmal ein bisschen Deko-Zeug hinzaubern. So. Ja, so langsam 40 Städte. Oh? So langsam 40 Städte. Nee, Quatsch. Ah, das ist die Farbe, so wie es ist. Okay, dann ist das halt. Schade. Nee, geht nicht anders. So, da haben wir jetzt eine Menge Deko. Da haben wir jetzt eine Menge Deko. Da haben wir jetzt eine Menge Deko. Jetzt kommt nur noch die Terrasse. Heißt, die Folge wird heute ein bisschen länger, weil morgen möchte ich dann definitiv die Vorstellung machen.
Mensch! Boah, ey, da brauchst du... Das ist leider so ein Wandobjekt eigentlich. Wir gucken mal nach was anderem. Das ist auch ein Wandobjekt. Die Kamera killt mich wieder. So, okay. Eine Rose drin stehen. Da kommt sowas rausgewachsen. Eigentlich so eine Pflanze, die gar nicht da reingehören, aber irgendwo lustig ist, wenn man es so macht. Geil, oder? Wenn man es nicht weiß. Was haben wir denn noch für Pflanzen? Hm? Did it work? Really? Das ist geil. Das ist, also mit diesem Glitching kann man einige Sachen machen, auf die musste erst mal kommen, ja. Man musste erst mal drauf kommen. Auch hier sieht man aber dummerweise doch ein bisschen die Vase zu sehr. Machen wir mal sowas rein. Ja, mal die Terrasse hier schon mal, ja? Einfach mal so Pflanzkübeln, einfach mal so, ne? Ihr macht hier. So, dann wirkt die da nochmal ein bisschen. Ja, kannst du so machen, ne? Ja, auch einfach mal so was zwischengesetzt. Die können wir da ein bisschen mal nach außen ziehen. Kommt die hier nochmal ein bisschen so hin. Ja, ja. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken. Was haben wir denn alle? War in den Gartenbereich. Da könnte man noch ein bisschen mehr eskalieren, aber ich will nicht zu sehr eskalieren. Oh! 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 Ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen. Ich hab was vergessen, Leute. Ich hab was vergessen. Das habe ich vergessen. Oh Mann! OST. So, Post. Ah nee, der heißt ja Brief. Ja, in alles anzeigen. So, verschiedene Geräte nennt sich das dann. Briefkasten. Muss doch erstmal drauf kommen. Boah, nehmen wir einen ganz normalen. 1, 2. Und dann haben wir für draußen noch den typischen städtischen Mülleimer. Jo. Auf dem Dach hätte ich gerne noch was, bevor ich hier beende. Nee, sowas wirkt nicht. Schauen wir mal, wirkt das da vielleicht... Warte mal, ist sowieso die falsche Farbe, sehe ich gerade.
Nee, das sieht blöd aus. Hier sieht echt mal blöd aus. Blöd, 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 blöd. Will nicht, mag nicht. Jo, aber so ein Schornstein, den brauchen wir schon mal. Ja, im Groben und Ganzen ist es. Ich glaube, ich habe aber noch hier oder da mit den Beleuchtungen noch nicht gemacht. Die Beleuchtung ist gemacht. Hier die Beleuchtung. Ja, die machen wir weg. Da machen wir eine Beleuchtung rein, die noch ein bisschen netter ist. Beleuchtung. Da kann auch eine von oben sein in dem Sinne. Da setzen wir einfach mal die Beleuchtung rein. Hier lassen wir es unbeleuchtet. Ist ein bisschen dunkel in der Ecke, aber ist halt so. Hier kommen dann auch die Beleuchtung nochmal weg. Hier kommt so eine schöne Dingsbeleuchtung hin. Einfach mal mit an den Ventilator. Der guckt dann so durch. Ich guck mal nach, wie das wirkt. Ja, kannst du direkterweise machen. Und auf der Seite dann auch nochmal hier so eine Beleuchtung. Was denn jetzt für Tasten hier drückt? Leute! Mensch! So, dann haben wir auch da nochmal eine Beleuchtung. Hier im Hausflur, da mache ich mal eine stehende Beleuchtung hin. Stehlampe für Kinder. Das ist mir doch egal, ob die für Kinder ist oder nicht. Das, wisst ihr? Machen wir einfach mal so hin. Einfach mal die Ecke da ausgenutzt. Ja? Ja, ansonsten sieht das eigentlich schon mal ganz gut aus. Hier auf Bad noch eine Beleuchtung, ich weiß. Und der Spiegel fehlt eigentlich noch. Das ist so geil. Die Badbeleuchtung. Da machen wir was Moderneres rein. Ja? Bisschen was Moderneres, dann kommt noch der Spiegel. Alles anzeigen, Spiegel. Ohne Spiegel, das wäre schon blöd. Spiegel an der Wand. Keine Ahnung, wo der ganze Spiegel ist. Ah, hier haben wir die ganzen Spiegel. Ja, da kommt ganz normaler Standardspiegel rein. Nichts Übertriebenes jetzt. So, jetzt gucken wir nochmal nach, ob wir alles haben und ob es soweit schick ist. Das heißt, wir haben ein nettes, kleines, neues Häuschen für zwei nette Damen, die hier zusammen wohnen. Deshalb heißt das auch Mädels im Glück. Der ganze Garten ist so ausgelegt, dass er recht freizügig ist. Man kann hier noch eine Menge gestalten. Mit Absicht mal sozusagen mal gemacht, nicht zu stark überladen. Sonst bin ich immer so, ich bin immer jemand, der sonst gleich einen Garten komplett überlädt. Aber ich habe den mal so gelassen. Mit einer Grillmöglichkeit, ein Sitzen draußen, ein kleiner Springbrunnen, ein bisschen Deko. Hier kann man ein bisschen was machen, wenn man will. Dann haben wir auch mal einen Keller mal nach langer Zeit mal wieder. Ein bisschen zwischen Gemütlichkeit und Ranzigkeit. Ja, schon ein bisschen vollgestellt, wie ein Keller nun mal so ist. Die nächste Etage, das ist so eine, die ich echt lieb. Also das ist echt geil. Du kommst hier so schön gemütlich rein, hast so einen kleinen Flur, dann hast du erstmal hier Bad. Da hast du die Küche, die ein bisschen so offen ist, da kommst du einfach so rein. Schöne, geile, gemütliche Sitzecke. Gönne ich mir. Und dann natürlich auch hier nochmal eine schöne Sitzecke. Die Mädels sitzen anscheinend immer gerne mit anderen Personen zusammen, wie man so sieht anscheinend. Die Küche, die feiere ich so ein bisschen. Auch wenn das ein Farbton ist, den ich persönlich nicht zu Hause haben wollen würde. Aber in einem anderen Farbton wäre die schon mächtig heftig. Auf der nächsten Etage haben wir dann nochmal ein Schlafzimmer, das noch recht einfach gehalten ist. Da kann man, wenn man will, hier halt noch einen Schrank reinhauen oder sonst wie was. Ich denke mal, der eine oder andere wird da halt nochmal für sich eine Möglichkeit finden. Ich werde nochmal ganz kurz mal gucken, ob ich da nochmal hier sowas reinstelle. In einem passenden Farbton. Was haben wir denn da nochmal? Nochmal der kurze Blick hier. Ja, dann machen wir nochmal sowas hier einfach nochmal drin. Dann ist die Ecke nicht so ganz leer. Ja? Ja, kann man noch ein bisschen Deko draufsetzen. Ja, wenn du Deko auf die Eile suchst, dann findest du nichts. So, okay. Gut. Hier ist ein Raum entstanden durch Zufall. Der war so nicht geplant.
nochmal eine gemütliche Sitzecke, könnte man einen Bilderrahmen hinmachen oder so. Ich habe die einfach erstmal so gelassen. Ich werde jetzt euch ja auch wieder uploaden. Dann könnt ihr gerne ein bisschen was drauf zaubern, wenn ihr wollt. Und hier ist halt nochmal die Torazzo, wo ich gedacht habe, geil, muss ich mal so machen. Und ich muss sagen, die sieht wirklich echt nice aus. Wenn man da nochmal abends so sitzt, Sonne geht unter oder sowas, da geht es dann runter langsam, dann kann man schon mal schön hier abends noch sitzen im Sommer. Gib ihn eins. Man könnte die aber auch umbauen, wenn man hier nochmal so gerade macht und runter, dann hätte man hier nochmal einen Wintergarten. Wäre auch möglich, komplett verglast, oben Glas, so Glas. Wäre halt auch nochmal eine Möglichkeit, wäre vielleicht für eine Idee fürs nächste Bauprojekt, denke ich. So, dann werde ich euch das Ding mal hochladen. Ne, warte mal. Boah, welche Taste ist das immer? Grundstück speichern, genau, da ist es. So. Ist es modifiziert? Ist es ein bisschen leicht modifiziert? Wir haben ein Schlafzimmer, wir haben ein Bad. Ja, ein Wohnhaus für zwei liebe Mädels. So, machen wir das nochmal rein. Kennt ihr ja. So, so, Hashtag YouTube, wir sind auch auf Twitch. So, okay. Ja, und dann würde ich sagen, schmeißen wir das in die Wolke rein. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit und wünsche euch an diesem Punkt einen recht schönen Tag. Wir sehen uns dann morgen, sofern alles klappt, mit dem DLC. Lasst euch nicht ärgern und ich weiß, der Hype ist groß. Also, ciao, ciao.